Liebe Kriegerinnen, liebe Krieger, wertes Recap-Team. Kapitel Nummer 17. Gott, Kirche. Wie denkt der Schamanismus über Gott, die Kirche, Religionen, Jesus Christus, die heilige Mutter Maria, Symbole, Altare? Ich kann es mit zwei Worten zusammenfassen. Absolut nichts. Der Schamanismus hält von Religionen absolut nichts. Vielleicht in einer Hinsicht, wenn sie ihm in seinem Weiterkommen förderlich sind. Wenn sie ihr beim Weiterkommen förderlich sind. Wie zum Beispiel nach der Zeit der Conquista die Schamanen nur überlebt haben, weil sie sich in die Obhut der heiligen Mutter Kirche begeben haben, aber nicht, weil sie an die Märchen und Lügen selbiger geglaubt haben, sondern aus strategischen Gründen. Hierzu ein passendes Zitat. Ich kann es mir nicht mehr leisten, noch an irgendetwas zu glauben. Glaube bedeutet Energieverlust. Und Energieverlust ist das Schlimmste, was es im Schamanismus gibt. Der Schamane geht seinen eigenen Weg. Er geht ihn aber still und leise. Er will nicht gesehen werden. Er will keine Preise gewinnen. Er möchte auf keiner Bühne der Öffentlichkeit stehen. Er geht so, dass niemand seine Spuren erkennt. Und darin liegt auch ein gewisses Problem in unserer Branche. Die sogenannte Tradition, die gibt es nicht. Es gibt kaum Überlieferungen, weil diejenigen, die den Weg der Befreiung gegangen sind, reden nicht, schreiben keine Bücher, hinterlassen kein Vermächtnis. Sie akkumulieren nur Energie. Und wenn man solchen Menschen begegnen will, braucht man selber viel Energie. Denn wir werden von der Absicht geleitet. Und die Absicht würde ich im religiösen Bereich am ehesten mit dem Heiligen Geist vergleichen. Hier hätten wir ein Pendant. Hier hätten wir eine sehr mysteriöse Energie im Bereich der Kirche. Der Heilige Geist, der alles durchwirkt, der alles leitet und führt und der zugleich auch unser Schicksal bestimmt. Und wie üblich, je höher deine Energie ist, je freier du bist, desto besser wird auch dein Schicksal sein. Desto positiver, desto angenehmer. Ich weiß nicht, ob es angenehm ist. Aber kräftiger und intensiver wird es allemal sein. Und wie schon in einem Video zuvor erwähnt, achte auf die Zeichen, die dir gegeben werden. Der Weg offenbart sich immer wieder. Nicht du findest den Weg, sondern der Weg findet dich. Ende.